Willkommen auf meinem Kanal, meine Freunde. Heute erkläre ich euch in GTA 5 das neue Update, was jetzt nächste Woche rauskommt. Und zwar muss ich erstmal voraussagen, das ist das Teil 1. Jetzt ist meine Stimme weg, so ein Scheiß. Teil 1, das heißt, ganz unten kleiner Text, Ausschau nach einer weiteren großen Lieferung in diesem Sommer. Das heißt, in diesem Sommer kommt auf jeden Fall Teil 2 raus. In Teil 2 kommt bestimmt noch bessere Fahrzeuge raus, aber was mich jetzt schon wieder nervt, die ganzen Fahrzeuge sind bestimmt mega krass teuer. Klar, viele von euch haben jetzt auch viel Geld wegen Heißmissionen, aber es ist das ganze Geld ja futsch. Dann fangst du wieder von vorne an, da brauchst du ein halbes Jahr, bis du endlich so ein Fahrzeug kaufen kannst. Das nervt mich jetzt schon. Okay, fangen wir mal richtig an. Im Hintergrund seht ihr schon einen roten SL, das ganz rote SL heißt es Mercedes. Und ich finde es auf jeden Fall, es ist ein Mercedes. Hier mal kurz ein Bild. Es ist auf jeden Fall ein ganz alten SL. Ja, das muss ich schon auf jeden Fall voraussagen. Es ist ein SL, auf jeden Fall. Was ich bei dem Fahrzeug krass finde, ist einfach die Flügeltüren. Ich würde das Fahrzeug auf jeden Fall kaufen. Ne? Ich finde es jetzt schon extrem geil. So, dann gehen wir ein bisschen nach unten. Ne? Das nächste Fahrzeug ist auf jeden Fall so ein Luxus-Bonze-Fahrzeug, was die Bonzen so wie die, wie heißt das Fahrzeug? Bentley zum Beispiel. Das erinnert mich extrem nach Bentley. Aber die Motorhaube, auf die Motorhaube ist ein kleines, ja, wie so ein Stier oder ein Jaguar. Oder sowas in Art. Finde ich auf jeden Fall super, super geil, ja. Ich finde die Farben extrem mega krass. Mich würde es aber noch mehr freuen. Kann man bitte diese Lackierung, bitte auch andere Fahrzeuge drauf machen. Das wird auf jeden Fall noch viel besser. Hoffe, gibt es noch mehrere Lackierungen. Es wird auch langsam mal Zeit. Ja, dann das nächste Fahrzeug. Das nächste ist ein Helikopter. Den Helikopter kennt ihr schon aus. Und diesen Helikopter ist jetzt nur, ja, aus Gold. Finde ich jetzt ein bisschen schwachsinnig, ehrlich bin. Helikopter ist Helikopter für mich und ich brauche jetzt keinen Helikopter rot, pink oder schwarz. Das ist mir eigentlich Schnuppe. Nur weil es ein Update jetzt hier alles Luxus ist, heißt es aber nicht jetzt, ich brauche einen Luxus-Helikopter. Ja, ich finde es, wie gesagt, ein bisschen Schwachsinn. Ich brauche es wirklich nicht, aber es ist Geschmackssache. Das nächste ist eine weitere Waffe, was ich auch cool finde wieder, und zwar ist die Waffe wieder vergoldet. Warum ist alles vergoldet? Das finde ich schon okay. Wie gesagt, wenn man das Geld hat, kann man es sich leisten. Ich denke jetzt, die Waffe ist auf jeden Fall nicht so teuer wie die Fahrzeuge, aber ist nicht schlecht. Das nächste Fahrzeug finde ich jetzt schon richtig geil. Ich finde solche Fahrzeuge auf jeden Fall hammergeil. Und zwar ist es, glaube ich, eine Marshall Car oder Klassiker, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall extrem mega nice. Dann das nächste Fahrzeug ist ein super, super Sportwagen, glaube ich. Das sieht jetzt schon auch mega geil aus. Das kaufe ich mir auf jeden Fall auch. Man sieht schon im Hintergrund, es gibt neue Klamotten, was ich auf jeden Fall auch cool finde. So ein Schneejacke ist das. Jetzt brauchen wir nur noch Schnee. So, das nächste ist wieder das Flugzeug, was auch viele von euch kennen bei San Andreas und bei GTA 5 jetzt. Auch wieder vergoldet. Wie gesagt, wenn man Geld hat, kann man sich sowas echt extrem gerne kaufen. Ich bin ehrlich zu euch. Ich fliege sehr, sehr wenig mit meinen eigenen Flugzeugen und mit einem Helikopter. Ich klaue den Großteil immer und deswegen brauche ich sowas wirklich nicht. Das nächste wieder ist schon wieder neue Klamotten. Ich finde die Jacke auch nicht schlecht, sieht auf jeden Fall super, super geil aus. Es sind neue Jacke, neue Hose, neue Schuhe dabei. Was noch mehr dabei ist, weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt schon wieder neue Klamotten. Dann auf jeden Fall, wie gesagt, das andere Fahrzeug, was ich vorhin erwähnt habe, finde ich extrem richtig geil. Man sieht es jetzt von hinten. Ich finde es hammergeil. Das Fahrzeug kaufe ich mir auf jeden Fall. Das kann man beim Motorsport dann kaufen. Kostet bestimmt so 1 Million ungefähr. Schätze ich jetzt mal, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall das Fahrzeug und den SL kaufe ich mir auf jeden Fall. Ja, meine Freunde, das war es eigentlich im Großteil. Wie gesagt, das waren die kleinen Informationen. Teil 1. Wenn es euch gefallen hat, gebt einfach einen Daumen nach oben. Wie gesagt, meine Stimme ist ein bisschen voll am Sack gerade. Haut rein, euer Chris. Peace out. Ciao.